Hallo, hier ist wieder die Iris aus dem Mühlenkreis und ich mache heute kleine Kartoffeln mit Lachshaube. Eine wirklich super tolle Vorspeise, die zu jeder Jahreszeit gut schmeckt. Wenn man im Sommer Frühkartoffeln hat, dann ist die Schale noch frisch und auch ganz dünn und dann kann man diese Kartoffeln als Pellkartoffeln kochen und muss die Schale auch nicht abpellen. Wenn die Kartoffeln hinterher im Jahr älter sind, dann wird die Schale härter. Es ist auch mehr Solanin da drin. Dann sollte man sie abpellen. Ich habe hier kleine Kartoffeln vorbereitet. Die sind schon gekocht und abgepellt. Ganz schön, weil es ja eine Vorspeise ist und es sollen kleine Häppchen sein, sind dafür Drillinge geeignet, die man überall im Handel auch kaufen kann. Und das sind dann nur diese ausgesuchten, wunderbar kleinen Kartoffeln. Die werden jetzt halbiert und dann ausgehöhlt. Wenn Kartoffeln erkaltet sind, das wissen viele auch nicht, dann ist übrigens ein Teil der Stärke umgewandelt in unverwertbare Stärke. Das heißt, die hat nicht mehr ganz so viele Kalorien und dafür mehr Ballaststoff. Also ruhig öfter mal aus kalten Kartoffeln etwas zubereiten. So, jetzt höhle ich diese Kartoffeln so ein ganz bisschen aus. Ich probiere mal, ob es mit dem Löffel geht. Ist ein bisschen knifflig. Ich mache es jetzt mal mit dem Messer. So. Also man braucht da schon einen ganz spitzen Löffel, wenn das damit funktionieren soll. Auch schon mal die Kartoffeln hier auf die Platte geben. Habe ich mit klein geschnittenem Salat vorbereitet. Dann sieht das ganz hübsch aus. Wichtig ist auch, dass die Kartoffeln richtig durchgekühlt sind, denn wenn man sie zu warm verarbeitet, dann bröckeln sie einem sehr leicht auseinander. Und man sollte auch darauf achten, dass es eine festkochende Kartoffel ist, die von Natur aus halt auch nicht so leicht auseinanderfällt. So, da habe ich jetzt meine ausgehöhlten Kartoffeln. Dazu kommen jetzt Zwiebeln. Die sollte man sehr schön klein schneiden. Ein guter Trick ist, einen Schluck Wasser in den Mund nehmen und nicht runterschlucken. Und dann werden von innen her wird alles verschlossen. So, dann habe ich hier Lachs. Schneide das ebenfalls schön klein. Streifen schneiden und dann kleine Stückchen auch mit zur Masse. So, und dazu kommt jetzt noch 2 Esslöffel Balsamico-Essig. Ein Esslöffel Öl. Und Pfeffer. So, und dann kommt noch frisch gehackter Dill dazu. Da muss man aufpassen, dass man die dicken Stängel da nicht mit reinkriegt, sondern wirklich nur die feinen Spitzen. Und dann natürlich auch schön fein hacken. So, das Ganze vermische ich jetzt nochmal gut miteinander.
So, und dann können die Kartoffeln damit gefüllt werden. Die Kartoffelstückchen hier drin noch zu groß sind, muss man sie noch ein bisschen klein stochern.